Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann weiß man, das hat absolutes Top-Niveau. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, jo, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Shaqiri. Einfach mal nach vorne gedroschen. Die Schweiz ist direkt wieder im Ballbesitz. Griezmann. Der Ball kommt zu Dini. Jawohl, Einwurf. Granit Xhaka gewinnt den Ball für sein Team zurück. Und dann ist Endstation bei Granit Xhaka. Shaqiri. Mbolo haben wir hier. Rüber nach rechts. Er könnte zum Tor ziehen. Hier kommt die Hereingabe. Abgefangen. Gut gemacht. Benzema. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Findet er ihn? Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Shaqiri. Und jetzt aber. Guter Pass und eine großartige Chance. Das war eine riesen Möglichkeit. Die Fahne ist unten geblieben und die Fahne lügt nicht. Das war kein Abseits. Dinier. Granit Xhaka. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Frankreich geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner. 0-0. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang, wer hält die Konzentration länger aufrecht? Mbappé. Das ist Benzema. Griezmann. Griezmann. Kommt mit dem Geist des Passiers. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Frankreich geht in Führung 1-0. Sie sind mit Schwung mit Shaqiri.
Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Die Schweiz mit viel Geduld, vielleicht sogar zu viel. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Sie kommen nicht wirklich in den gegnerischen Gefahrenbereich hinein. Ich frage mich tatsächlich, was sie wohl vorhaben. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Pogba. Das ist Benzema. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Shaqiri. Frankreich geht hier mit einer knappen 1:0-Führung in die letzten Minuten. Benzema. Und da ist der Pass. Und der Pass, das... Er schießt! Der Ball ist im Netz! Das müsste es eigentlich gewesen sein. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Wenn es hier am Ende eine Niederlage gibt, dann muss der Trainer das Ganze auch auf seine Kappe nehmen. Sie liegen hinten und er reagiert viel zu spät. Und damit dürften die Dinge hier komplett geklärt sein. Physisch enorm präsent. Benzema. Griezmann. Deschamps. Und drin ist er! Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, dann konnte er nicht mehr vorbeischießen. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Und damit steht fest, Doppelpacker. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Heute hat man dem Gegner gezeigt, wer Herr im Haus ist. Am Ende war es ein wahres Schützenfest. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Das haben sie clever und mit gutem Auge gemacht. Sie haben erkannt, durch die Mitte geht wenig. Also kommen wir so oft wie möglich über die Flügel. Sie machen es immer wieder stark. Der Gegner weiß, auf Außen beim Flügelspiel, da sind sie richtig stark. Aber trotzdem kann man es nicht verhindern. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Immer wieder gern, Marco.